Hallo, schön, dass du eingeschaltet hast hier in unserem neuen Video. Wir fahren heute nach Hamburg und bleiben da eine ganze Woche. Mitten in der Stadt haben wir einen Stellplatz rausgesucht. Wir sind schon ganz gespannt, ob das überhaupt klappt, ob wir einen Platz bekommen, weil alle anderen Stellplätze in Hamburg gefielen uns gar nicht und die Bewertungen waren jetzt auch nicht so toll. Schauen wir mal, wo wir landen. Ihr werdet es dann ja jetzt sehen. Ralf hat nächste Woche von Dienstagmittag bis Donnerstagmittag beruflich in Hamburg zu tun. Dann bin ich auch ganz alleine im Ivo und hoffe, dass nichts kaputt geht, die Heizung funktioniert, denn sonst weiß ich überhaupt nicht, was ich machen muss. Ja, muss ich mal schauen, wie ich damit zurechtkomme, so alleine. Diese Woche war Ralf noch fleißig. Der hat abends die Schränke und Schubladen gestrichen. Bis auf eine Schublade sind da jetzt auch alle fertig. Wenn Ralf gleich von der Arbeit kommt, wird noch Wasser aufgefüllt. Ich werde jetzt mal packen und ich zeige euch mal, wie der Evo jetzt von innen aussieht. Weiter geht's nach dem Intro. Hallo, wir sind Michaela und Ralf. Mit unserem Hund Mila planen wir ein Leben in unserem Wohnmobil. Bis es soweit ist, nehmen wir euch auf all unseren Touren mit, zeigen euch Stellplätze, Wander- und Fahrradrouten und jede Menge Tipps und Infos rund ums Wohnmobil. Im Evo sind die Füchse los! Ich werde dann jetzt den Ivo packen, damit wir gleich los können. Gerade dabei, unser Wohnmobil für die Fahrt nach Hamburg vorzubereiten. Dazu gehört natürlich auch, dass man Wasser einfüllt. Und wir haben schon seit letztem Jahr vom Caravan-Salon einen Filter, einen Wasserfilter bei uns in der Garage liegen, den wir bisher noch nicht genutzt haben. Warum haben wir den nicht genutzt? Wir haben gesagt, den nehmen wir später mal oder wenn wir mal auf weiteren Reisen sind, länger unterwegs sind. Und heute habe ich mir gedacht, pappalapapp, wir benutzen den jetzt sofort. Und zwar handelt es sich dabei um einen Alpfilter. Und ja, wie das Ganze funktioniert, schaue ich mir jetzt mal an. Das Ganze befindet sich hier in einem schönen Koffer, der wirklich hochwertig verarbeitet ist, finde ich. Schauen wir mal rein. Und hier haben wir die beiden Filterpatronen, eine Aktivkohlefilterpatrone und eine Nanofilterpatrone, die Filtergehäuse, das Verbindungsstück und hier oben eine Bedienungsanleitung, einen Schlauch und zwei Verbinder, Kupplungsstücke. Diese Kupplungsstücke und auch die ganzen Filtergehäuse sind alle aus Metall verarbeitet, sehr hochwertig gemacht. Sieht sehr gut aus, macht einen wahnsinnig stabilen Eindruck. Auch dieser Wasserschlauch mit diesen Kupplungen aus Metall, alles sehr top. Da wollen wir mal schauen, dass wir das Ganze irgendwie in Betrieb nehmen können. Wir setzen als erstes die Aktivkohlefilterpatrone ein. Die wird einfach mit ein bisschen Kraftaufwand hier unten reingedrückt. Dann schraubt man das in das Gehäuse rein. Jetzt käme eigentlich das zweite Gehäuse dran. Indem man dann die Nanokartusche so einsetzen würde.
Allerdings, so steht es in der Bedienungsanleitung, so hat man es uns auch am Stand erklärt, muss man diesen Aktivkohlefilter erst einmal durchspülen, damit eventuelle Produktionsreste, Stäube noch aus dem Filter entfernt werden. Das mache ich jetzt mal. Dazu schraube ich einen Anschluss hier oben drauf. Jetzt schließe ich den an den Gartenschlauch an, lasse einmal Wasser durchlaufen und damit ist er ausgespült. Man soll das so circa 20 Sekunden machen und dann kann die Nanofilterpatrone in dem unteren Teil eingesetzt werden und dann ist das Ganze auch schon betriebsbereit. Ja, ich bin mal gespannt. Ich mache das jetzt mal und ja, dann sehen wir uns gleich wieder. Natürlich passt jede Gardena-Kupplung an diese Metallkupplungsstücke dran. So, jetzt haben wir das ordentlich durchgespült. Und jetzt bauen wir die andere Kartusche ein. Nachdem wir den Filter durchgespült haben, stecken wir unten die Nanokartusche rein. Ja, man muss auch schon ziemlich feste reindrücken, damit es passt. Aber wenn es dann einmal drin ist, dann hält es auch, glaube ich, bombenfest. Fühlt sich zumindest so an. Und jetzt ist das gute Stück einsatzbereit. Also wirklich nicht schwer. Ganz einfach. Ja, und dann wollen wir den Wassertank mal befüllen. Der Dieseltank ist voll, der Gastank ist voll, dann können wir jetzt beruhigt in Richtung Hamburg fahren. Wir werden heute nur ein kurzes Stück fahren, nicht die ganze Strecke. Wir werden heute noch irgendwo übernachten. Wo, das wissen wir noch nicht, das schauen wir mal. Und morgen früh geht es dann ja, die restliche Strecke weiter bis nach Hamburg. Navigiere zu einer Adresse. Nennen Sie eine Adresse in Deutschland. Hamburg. Hamburg. Ich verstehe Sie nicht. Nennen Sie eine Adresse in Deutschland. Ich höre. Navigiere nach Hamburg. Möchten Sie zu Ihrer Heimatadresse fahren? Nein, nein. Nein. Ich höre. Fahre zu einer Adresse. Nennen Sie eine Adresse in Deutschland. Reeperbahn, Hamburg. Rotier nach Reeperbahn, Hamburg wird gesucht. Das kennt er, da kennt er was. Wir sind jetzt etwas über 120 Kilometer gefahren. Wir stehen jetzt hier etwas nördlich von Münster am Franz-Felix-See. Hier gibt es so eine Art Feriendorf. Feriendorf, so ein Feriengebiet ist das, wo so kleine Ferienhäuschen stehen. Man kann nicht wirklich was erkennen, ist alles schon dunkel. Ich war gerade mit Mila draußen und hier ist es sehr ruhig und ich glaube, hier stehen wir heute Nacht sehr gut. Aber jetzt essen wir erstmal was. Und dann machen wir uns noch gemütlich. Ja, und morgen früh geht es wieder weiter.
jetzt wieder am Weg. Wir haben so circa 3,5 Stunden noch vor uns. Und ja, die Nacht war eigentlich ruhig, obwohl die Autobahn in der Nähe war. Aber wir konnten ja alle Fenster zulassen. Allerdings hat mich Mila heute Nacht einmal aus dem Bett geschmissen. Die musste raus und danach konnte ich nicht mehr wirklich gut schlafen. Aber egal, drückt uns mal die Daumen, dass wir gut durchkommen und dass wir vor allen Dingen den Stellplatz kriegen. Ist ja noch so ein bisschen spannend gerade. Nach 300 Metern fahren Sie in den Kreisverkehr und nehmen Sie die zweite Ausfahrt, Airport Allee, dann biegen Sie links ab. Juti, jetzt geht's gleich auf die Autobahn. Bis später. Nach 200 Metern Ankunft. Ziel auf der rechten Seite. Rechten Seite? Nee, das stimmt. Ach, stimmt nicht. Hier ist Parkplatz besetzt. Ist besetzt? Ja. Scheiße. Soll ich mal eben einmal gucken gehen? Ja, gehen wir eben fragen. Also, ist jetzt alles belegt. Da steht auch noch einer zu warten, falls ein Platz frei wird. Und sie meinte, morgen am Fischmarkt, so gegen 10:30, werden wahrscheinlich wieder einige wegfahren. Hier runter, Heiligengeistfeld, da bei den Landungsbrücken, da gibt es wohl auch einen Stellplatz, sagt sie. Vielleicht bleiben wir da eine Nacht und gucken morgen hier nochmal. Da wäre auch noch ziemlich zentral. Okay. Müssen wir jetzt mal eben bei Park for Night gucken, glaube ich. Ja, gucken wir mal. Gut. Hallo. Hallo. Können wir für eine Nacht bleiben? Ja, ich habe nur leider keinen Strom mehr. Das macht nichts, das brauchen wir nicht. Schlafen wir trotzdem im Auto, ne? Ja. Ja. Das sind das leider 15 Euro. Bis wann können wir hier morgen bleiben? Also theoretisch bleibt das bis 10 Uhr. Es ist Sonntagmorgen, die meisten gehen bis 10 Uhr morgens noch auf den Fischmarkt und kommen langsam hier hoch. Und dann sollte man versuchen, spätestens bis 12 Uhr anzufeiern, dass man runter ist. Okay. Ja, perfekt, super. Okay. Ist der Parkplatz dann auch nachts überwacht hier? Nur die Ausgänge, mhm. Weil da nämlich die Polizei nämlich noch ist und es ist auch die ganze Zeit offen. Das heißt, wenn Sie heute Nacht um 2 oder um 3 irgendwann los wollen oder wie auch immer, dann können Sie einfach reinsteigen und runterkommen. Mhm. Okay. Ja. Okay, super. Wie ihr ja mitbekommen habt, ist der Platz, den wir uns ursprünglich ausgesucht haben, komplett belegt. Da versuchen wir morgen nochmal unser Glück. Direkt nach dem Fischmarkt wird da vielleicht noch was frei werden. Wir haben jetzt erstmal einen anderen Platz gefunden, der ist auch gar nicht so schlecht. Ist auch ziemlich zentral gelegen hier am, wie heißt das, Millantor-Stadion. Da hinten sieht man es. Es ist ein riesengroßer Parkplatz. Ja, und hier stehen wir heute. Jetzt, und, ja? Ja, ich wollte gerade sagen, rumherum sind zwar überall Straßen und ist viel Verkehr, aber wir stehen hier mitten auf dem Parkplatz und der ist richtig groß, ist nichts Schönes natürlich und ist relativ ruhig, finde ich. Ja, also, dafür, dass wir mitten in so einer großen Stadt stehen, ist das top. Jetzt gehen wir erstmal ein bisschen in die andere Richtung, da wo es ein bisschen grüner ist, weil Mila möchte auch gerne nochmal ihre Runde hinter sich bringen und Stadt mag sie eigentlich nicht so, deshalb suchen wir uns erstmal ein paar ruhigere Ecken, damit sie da erstmal in Ruhe ankommen kann. Und dann schauen wir mal, wie wir den restlichen Tag hier in Hamburg noch verbringen. Ja. Auf jeden Fall seid ihr dabei, wenn ihr wollt.
So, wir haben jetzt mit Mila eine Runde in den Park gemacht. Sie hat auch eine große Runde, hat ordentlich Auslauf gehabt. Und jetzt gehen wir hier in unseren Auslauf. Wir sind hier gerade auf der Reeperbahn unterwegs. Ja, ist noch hell, noch nicht so viel los hier, aber laufen schon einige komische Gestalten rum. Auf jeden Fall sehr interessant anzugucken. Ja, für uns Landeier auf jeden Fall. Ne? Aber macht Spaß, es ist mal was anderes. So, wir gucken uns hier jetzt noch mal ein bisschen um und melden uns später nochmal. Okay. Wir haben jetzt 7 Uhr, Sonntagmorgen. Wir haben recht schlecht geschlafen, wie man sich vorstellen kann. Es ist hier sehr laut. Hier vorne fängt direkt die Reeperbahn an. Also das ist wirklich nur ein paar hundert Meter entfernt. Dann geht es schon los. Und ja, Einsatzfahrzeug eigentlich komplett die ganze Nacht unterwegs mit Martinshorn und Trara und schon sehr laut. Aber gut, das wussten wir vorher. Wenn man mitten in der Stadt steht, ist es halt laut. Das ist so. Und ja gut, hat jetzt den Vorteil, dass wir früh unterwegs sind. Wir wollen gleich den Fischmarkt besuchen. Der fängt ja schon um 5 Uhr an und geht bis 9:30 Uhr. Wir haben jetzt 7 Uhr. Ich mache jetzt eine Runde mit Mila in den Park und Michaela macht sich fertig. Und dann starten wir auch direkt. Und dann schauen wir uns das mal an. Direkt in der Nähe von unserem Stellplatz befindet sich dieser große Park. Blumen und Planten. So heißt der wohl. Und der ist wirklich riesengroß. Der sieht jetzt noch ein bisschen winterlich aus. Es fehlt noch ein bisschen Grün und die Blumen fehlen. Aber hier kann man sich vom Trubel der Großstadt ein bisschen zurückziehen und den einen oder anderen ruhigen Spaziergang machen. Hier befindet sich auch die Eislauffläche, ein Spielplatz und noch vieles mehr, was wir noch gar nicht gesehen haben. Hier kriegst du zwei. Hier, komm her, du kriegst noch einen. So, hier, siehst du, hier, komm her, hier. Wer möchte die Tasche? So, hier einmal. Willst du Korb haben? Fünfer mehr. Doch, gib Korb fünf mehr. Nimm doch einen Korb. Aber der muss auch weg. Zwei, drei, da habe ich hier einmal drei von. Wir haben unseren Stellplatz jetzt gewechselt und den Stellplatz angefahren, den wir ursprünglich gedacht haben. Und wir haben hier auch einen wirklich schönen Platz gefunden. Ich zeige euch es mal. Wir haben uns hier rückwärts rangestellt, sodass wir von hinten freien Blick auf den Hamburger Hafen haben. Bis rüber zur Elbphilharmonie. Der Parkplatz kostet am Wochenende Samstag und Sonntag 19,50 Euro pro Tag und in der Woche 15 Euro. Gut, man steht halt mitten in Hamburg, ziemlich zentral. Man kommt von hier aus direkt überall hin, hat einen wunderschönen Blick. Ich finde, es lohnt sich. Thank you.
Als der St. Pauli-Elbtunnel, der auch liebevoll Alter Elbtunnel genannt wird, 1911 eröffnet wurde, war eine technische Sensation. Heute ist er ein nostalgisches und gut gepflegtes Stück Hamburger Geschichte und feierte bereits sein 100-jähriges Jubiläum. Der markante quadratische Kuppelbau an den St. Pauli-Landungsbrücken beherbergt die Maschinerie und die vier großen Fahrkörbe, die Menschen und Fahrzeuge seit 1911 in fast 24 Meter Tiefe transportieren. Nach 426,5 Metern unter der Elbe und durch zwei gekachelte Röhren mit 6 Meter Durchmesser geht es in Steinwerder wieder ans Tageslicht. Ja, hallo, da sind wir wieder. Wie ihr sehen könnt, sind wir jetzt gerade im alten Elbtunnel. Wir sind noch nicht durchgelaufen, wir sind hier gerade runtergekommen und werden jetzt gleich hier durch die Röhre gehen. Also wir finden das schon ziemlich interessant hier, ne? Wenn man beeindruckend, ja. Bedenkt, dass wir jetzt hier gleich unter der Elbe durchlaufen. Ja, ist schon sehr beeindruckend, wie ich finde. Ja, der heutige Tag war nicht ganz so produktiv. Der Fischmarkt war doch produktiv. Der Fischmarkt war bis dahin war alles noch gut. Alles, was danach gekommen ist, war weniger produktiv. Ich bin dann heute mit dem Fahrrad noch mal ein paar Spots abgefahren, die ich fotografieren wollte. Die waren leider alle ein Reinfall. Naja, hat also nichts gegeben, außer einer großen Fahrradtour. Und du hast halt Video geschnitten, ne? Ich finde, war doch sehr produktiv. Ja, das stimmt. Damit ihr auch wieder was zu sehen habt. Genau. Wetter war heute nicht so dolle, ne? Viel Schneeregen und sehr kalt. Ja. Also ich fand es schon sehr gemütlich bei uns im Iwo. Ja, auf jeden Fall. So, jetzt laufen wir aber mal durch die Röhre und vielleicht melden wir uns später nochmal. Der alte Elbtunnel war die erste Flussuntertunnelung des Kontinents und notwendig geworden, da sich das Wachstum des Hamburger Hafens vermehrt auf die südliche Elbseite verlagerte und eine verbesserte Verkehrsverbindung erforderte. Wir empfehlen, abends durchzulaufen. Tagsüber ist hier sehr viel Betrieb. Außerdem hat man dann einen tollen Ausblick auf das beleuchtete Hamburg. Wer keine 132 Stufen gehen kann oder möchte, der kann ganz bequem den Aufzug benutzen, so wie ich dann auf dem Rückweg. Hier endet nun der erste Teil unserer Hamburg-Reise. Nächste Woche Donnerstag geht's weiter. Danke fürs Zuschauen. Tschüss!